Ja Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wir befinden uns hier in der Reaction-Umgebung. In dem heutigen Video dreht sich ausnahmsweise mal etwas weniger um Klamotten, sondern dafür eher um Ketten, Uhren, Ringe und zwar von amerikanischen Rappern. Ich habe mir nämlich letztens ein paar dieser Videos hier angeschaut und habe gedacht, warum schauen wir uns das nicht mal zusammen an? Und zwar gucken wir heute hier die ersten drei. Da zeigen amerikanische Rapper ihre Schmucksammlung. Mich persönlich interessiert sowas immer mega, also was Uhren und Schmuck angeht, was die Rapper für Ketten haben und so. Ich bin da voll der Fan von. Und vielleicht teilt der ein oder andere von euch ja auch meine Begeisterung. Naja, wir schauen mal rein direkt ins erste Video mit Tiger. Ich schneide hier so die besten Ausschnitte aus den drei Videos zusammen und ich muss aber wirklich auch am Anfang schon mal sagen, Tiger, finde ich, war früher ja krass gehypt, dann war der total irgendwie flop, keiner hat den mehr gehört und mittlerweile hat er sich wieder echt gut hochgearbeitet, muss ich sagen. Respekt, was Tiger im Moment so bringt, finde ich eigentlich echt nicht schlecht. Ja. Wir steigen mal ein. What's poppin' GQ, it's Tiger and you're about to check out some of my personal jewelry right here on the rocks. Okay, hat auf jeden Fall schon mal eine Richard Mille Uhr an und hier eine Hublot. Nicht schlecht, ja. This is a Richard Mille. This is an investment. You know what I'm saying? Like, just straight factory, clean, it's an army. Krank. Also Richard Mille. Ich bin persönlich kein krasser Fan von dem Design. Vor allem auch so orange, das ist natürlich gewagt, weil wir wahrscheinlich noch genug andere Uhren haben. Aber die Uhren sind so krank teuer. Wie viel kostet die? 180? 250? Ich weiß es nicht. 11. One of the most popular. If I was to get this watch like 5 years ago, like a couple years ago, it probably was like 70,000, you know what I mean? So 70. The value goes up in it. Krass. I guess this mittlerweile, also er sagt ja, mittlerweile ist sie mehr wert. Krass, 70. Ich hätte jetzt gedacht mehr. Okay. It's because I was like, I had a blue Margiela outfit and I was like, I just thought it was dope. I'm not really into Hublots like. Heftig. Ja, er sagt auch gerade, er ist nicht so der Hublot-Fan. Geht mir genauso. Ich finde da auch, das Outfit ist heftig. Das ist so ein blaues Outfit, komplett Margiela. Sich für ein Outfit extra eine Uhr zu holen, kann man auf jeden Fall machen. Nice. Ringe. Ich bin eigentlich gar kein Ring-Fan, muss ich sagen. Also zu mir passen Ringe persönlich nicht so gut, aber es gibt Leute, bei denen sehen Ringe echt cool aus. And I did it like the Mirakami, the camel. So it's like, okay, er hat da so ein Louis V-Zeichen eingraviert. Bekommt wahrscheinlich nicht mal was dafür von dem. Green and white camel. It has like the Louis on it. It's like, if you can see it matches. You know what I mean? With the Louis. Ja, ist nice, heftige Idee, Alter. Green and white. I actually have a grill too. That's all like that too. This one was like 20,000. It's heavy too. It's got some weight. Sah aber ein bisschen groß bei dem aus. Everyday kind of like joint that I just don't. This is just when I want to like double up. I got another one like this. I didn't bring it. Finde ich zu fett, muss ich sagen. Feier ich jetzt nicht so krass. This you can actually take it off. And this is the Goyard logo. So I wanted to do the pattern of the Goyard. Krank. Alter, das ist übertrieben heftig gemacht. Ich weiß nicht, aber ich denke, viele von euch werden das Goyard-Logo kennen. Und zwar sieht das ja so aus, das heißt hier immer so, ja wie so verschiedene Ys übereinander. Und das hat er hier ja auch gemacht. Krank, also heftig. Das besteht ja halt aus zwei verschiedenen Ketten. Oh ja, you know what I'm saying? I always like the brand. So it's all white gold diamonds. It's made out of two chains. So it's like two purple Cuban chains inside of the chain. Like, I don't know. Also, um sowas zu machen, muss man erstens schon mal krass Plan haben und zweitens auch mega kreativ sein. Also, die Kette finde ich richtig krass. Use different pieces for different chains, you know? And then it's like a full Goyard. Ach, krass. Der hat einfach so eine komplette Goyard-Chain, weil das hier auch noch so das Goyard-Logo ist. Heftig. Also das Goyard-Pattern verbunden mit dem Goyard-Logo. Wahrscheinlich einfach komplett selbst bezahlt. Like a full Goyard. I mean, this is very solid. Krass. This is probably one of my most expensive chains. Heftig. Also ich hätte nicht gedacht, dass Tiger so up-to-date ist und so coole Sachen trägt und auch so kreativ ist. Ich hätte gedacht, er ist noch so voll auf diesen Black-Fashion-Film hängen geblieben. Aber heftig. Also sehr nice. I ever bought. This one was a quarter. 250,000. Each of these you could break down and make engagement rings. No, seriously. I don't carry a wallet, but this is like basically like a wallet chain, you know what I mean? You just clip this on. Krass, ich trage kein Portemonnaie, aber das ist wie so ein Portemonnaie-Chain. Heftig. Also sieht geil aus. Und wirklich auch so, obwohl Louis V ja eigentlich schon so sehr traditionell ist, finde ich, trägt er das hier gerade mit einem echt coolen Style. Auch diese relativ weite Hose mit diesem LSD Ecstasy Tag drauf. Von was ist die? Ist sie von Rev? Oder nee. Nee, da steht irgendwas anderes, noch Drugs oder so hat der draufstehen.
Ich weiß nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, von was die Hose ist. Ich finde es auf jeden Fall ein heftiges Outfit. Dann noch mit dieser Balenciaga Bodybag, die er neben sich liegen hat. Wirklich, Tiger hat mich hier in diesem Video sehr, sehr krass positiv überrascht. Muss ich echt sagen. Genug davon, ihr könnt euch das Video auch gerne natürlich selber komplett angucken. Wir schauen direkt mal weiter. Und zwar ist jetzt Lil Pump dran. Hier auf dem Tisch sieht man schon einige Iced-Out-Schmuckgegenstände liegen. Und hier ein bisschen Louis Vuitton. Wir schauen mal rein. Lil Pump on the rocks. Take one. Bitch. Hey GQ, we live right now on the rocks. I'm about to show y'all some of my ice. Oh! Er klingt dann wirklich einfach so, genau wie in den Tracks. He's like a dub, they're like 60 together. But the stars, this one was like 17. Ach krass, einfach mal nicht so drauf eingesäuft, so ja, der Ring hier, der war 60.000. Der Stern, ja, 17.000. This one was like 25. 25. The stars. So, Tiger hat hinter jedem Teil einfach so eine Bedeutung erklärt, was er sich dabei gedacht hat und so. Was bedeuten die Stars? Das sind einfach Sterne. They don't mean shit. It look fire. I got this one this weekend. This one was like 10. My last ring I lost was at 11. I was at the strip club. When I got home, I was like, oh shit, where's my ring at? Kann man mal machen, wenn du so einen Ring im Stripclub verlieren? I'm the only one with these bitches. They're each like 13 or 14 apart. Put them all on one side. Ich muss aber wirklich sagen, so diese Armbänder feiere ich gar nicht, wenn die nicht heiß aus sind, also wenn sie einfach so schwarz Leder und dann so Pikes da drauf sind. Nicht so nice. So, wenn er sie so trägt und man die mit einer Ice-Out-Kette und einer Ice-Out-Uhr kombiniert, finde ich das irgendwie schon nice. Also sieht krass aus. Ich weiß noch nicht, ob ich einfach nur geblendet bin von diesen diamantenbesetzten Sachen. Ich finde es aber übertrieben krass. Also ihr merkt schon, ich bin ultra der Fan davon, von irgendwelchen diamantbesetzten Sachen. Ich hoffe, so in ein, zwei Jahren kann man da auch das ein oder andere Träumchen meinerseits in die Realität umsetzen. Also ich habe ja jetzt schon auf meiner Uhr 10 Stück drauf, aber auf dem Ziffernblatt, das ist ja jetzt nicht Iced Out so. Aber wenn die so komplett mit Diamanten besetzt wäre, ich persönlich würde es feiern. Vielleicht ist es auch nur eine Modeerscheinung und in zwei Jahren ist es wieder out. Ich finde es schon krass. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr von so Iced Out Schmuck haltet. Das finde ich zum Beispiel ist übertrieben hässlich. Also ich würde mir niemals meinen eigenen Kopf als Comic nachzeichnen lassen und den dann in Weißgold gießen lassen und den dann mit Diamanten besetzen. Hä? Aber das hier finde ich dann zum Beispiel wiederum cool. So, so einen eigenen Insider dann einfach umzusetzen in so eine 3D-Schriftart mit Diamanten besetzt. Schon heftig. Dogs inspired me to get this shit. So this is me reincarnated in the Bulldogs version. This bitch is flooded with diamonds. I got begets in the eyes and krass. Yellow gold, rose gold, yellow gold. Because my hair should be pink and yellow, so that's how I did it. And the rest is white. Ah, okay. Das war doch nicht in Weißgold gewesen, sondern gelb gold, rosé gold, weil seine Haare halt gelb und pink waren. Tab, face tab, Cuban link, icebox. Mich würde mal interessieren, wie viel diese ganzen Juweliere da dran verdienen. Icebox, Jacob the Jeweler, Elliot, and I'm not talking about Missy. Also, ob da so eine krasse Marge drin ist oder ob die wirklich die Produktionskosten auch mega hoch sind. Hey, bring them wings over here, man. They got blue cheese? Geil, feier ich. Listen, guys, I had to get some pepper wings. I got hungry, so. My boy Elliot is here to talk to y'all real quick. Did y'all wrong with Elliot? Oh! Ah krass, Sky Dweller. Iced out. Rosé Gold? Sky Dweller. I just got this one like on my birthday. This one's fire. This is a two-tone Royal Oak Audemars. Finde ich auch heftig. Discontinued. Who'd you get this one from? Icebox. Icebox. Alles von Icebox, okay. Einfach mal, während ein anderer Juwelier im Video ist, Werbung für noch wen anders machen. Ich muss aber sagen, ich finde die Iced Out AP krasser als die Iced Out Rolex Skydiver. Put out comes with a chain, let's get it, everything. He ordered this a few months ago, he told me he had a single coming out named Drug Addict. I showed him the Rolling Stone tongue and I was like, name. Einfach, also, eine Drug Addict Kette haben, weil der einen Song rausgemacht hat. Da finde ich die Kette aber nicht so cool. Natürlich handwerklich wahrscheinlich sehr schwer zu machen, so eine Cuban zu verbinden mit so einem, was ist das, Gucci-Link? Ich glaube ja. Und dann unten so einen fetten Drug-Addict. Okay, krass. Drug-Addict. Und dann hier so Lean-Becher, Pills. This one was like 380. Was? 380.000? Ey, Alter, da kann man ein Haus von kaufen, Junge. Einfach mal eine Kette für 380k. Was? Heftig. Aber auch krasses Outfit, das Louis V, Regenmantelmäßige und dann einfach oberkörperfrei mit den Ketten. Und zu guter Letzt schauen wir jetzt noch den Schmuck von Quavo an.
Everybody been punching in their request for the honcho to come show his ice. Well, here I am today. Come skate with me, the ice guy. What's up, GQ? You talking to Quavo Honcho. Right now, we on Krass. The rocks. Ey, das macht direkt. Alter, wieder rein, was direkt. Ice way. Ice. We're gonna start with the wrist, cause my wrist is a fool. You know what I'm saying? Skrr, skrr, the wrist king. Hey, just. Skrr, skrr. Ja, okay. Ich bin kein Fan von Armbändern, aber ich meine, wenn man Geld zum Rauswerfen hat, wo man Schmuck braucht, dann bitte. The Gucci Link. This one right here from Icebox and it was free. So that's why I like that piece. Ach krass, feier ich, dass sagt einfach, dass das Geschenk bekommen hat. Free, nice. The most. This is the Honcho bracelet. This actually was a gift given to me on my birthday and it said Honcho on the piece, on the lock. Nice. This is a Diese Deadweight-Kette, ja, kommen wir gleich zu. Rose Gold Bracelet, Cuban Link, Pi Bay Settings, from Elliot did it, shout out Elliot, he's from New York. Krass, wie die einfach da alle connected sind. Icebox und Elliot und Jacob the Jeweler sind so die einzigen wahrscheinlich, die da so the game in the squeeze haben. Heftige Ringe. War auch eine geile Idee. Ich weiß immer nicht, kommt sowas von den Künstlern oder kommt das von den Schmuckmachern? So, einfach mal so Ringe, wo Honcho draufsteht. These right here is the Honcho rings, cause I am Lord of the Rings. Don't nobody got more championships than me. Go like this. I nice. Got it from like. Heftig. So, das kann man natürlich nicht als normaler Mensch tragen. Dafür musst du schon irgendwie ausgesorgt haben sowieso as fuck und zweitens dir muss es egal sein, was Leute von dir denken und drittens du musst irgendein verrückter Künstler sein oder so. Yeah, Glasses. Right here got pointed. Krass. Pointers on the. On the sides. I forgot about them. Einfach mal sich, weil man nicht mehr weiß, wohin, so eine Brille mit Diamanten besetzen. These right here is the Pave famous iced out Cartiers. These were 17,000. Just to bust down the home. Für eine Brille. Das ist teurer als meine Uhr, Alter. Yeah, I like everything. Heftig, jetzt right die Uhren, Alter. The two-tone padded, white and rose, Pave all the way out. Schönste Uhr überhaupt. Schönste Uhr überhaupt. Patek Philippe Nautilus und ich werde jetzt von einigen dafür gehatet, weil Leute dann sagen, so, ja, das ist eine Sünde mit so einer schönen Uhr sowas zu machen. Ich finde, mit Diamanten besetzen ist keine Sünde, ich finde es übertrieben krass. Und so eine Patek Philippe Nautilus, Two-Tone, Ice Out, krass. Everybody was going Patek, 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 Patek. This it right here, get you one. You did. When it first dropped. Get you one. Ja, klar. Ich kauf grad. Cost me 80. This watch right here, rose gold chocolate. Bin ich kein Fan von. Finde ich nicht so nice. Rosé Gold mit Chocolate Ziffernblatt. Also ich meine, es gibt ja auch ohne Ice Out. Das gibt es zum Beispiel bei der Day Date relativ oft bei der 40er. Finde ich nicht so geil. Rosé Gold finde ich muss dann auch irgendwie. Ja, dieses olivgrüne Ziffernblatt zum Beispiel finde ich ja nicht schlecht. Sky Dweller. Baguettes on the whole inside. Baguettes zum Beispiel weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also, dass das nicht so viele kleine sind, sondern wirklich so solide, längere Steine. Ich glaube, ich finde, also die sind natürlich teurer, aber ich glaube, ich finde diese normalen kleinen Diamanten, die überall drauf sind, geiler. Big boogers around it. This was probably 70,000. This skeleton. Nice. The baguettes. This was like 100. Die Skeleton, Alter, übertrieben teuer und dann noch Ice Out. This was a gift from Cash, from EXO. On my birthday. Yeah, go. Nettes Geburtstagsgeschenk. This one hard. This right here, this the that way piece, the original. Icebox geil. Came up. Finde ich, das ist eine richtig geile Idee. Hier meinte nämlich gerade, Icebox kam auf die Idee. Okay. Einfach so dieses Subway-Logo zu nehmen, das so mehrmals dreidimensional umzusetzen, also so zweilagig. Also es ist ja hier einmal so dieser Boden und dann ist die Schrift da drauf. Finde ich das richtig geil gemacht. Heftige Idee. Ja, Leute, ich weiß, kritisches Thema. Es wird wahrscheinlich auch wirklich nur wenige Leute interessieren, aber ich bringe auf meinem Kanal, was ich halt feiere. Und ich finde, Schmuck ist wirklich ein geiles Thema. Also lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Träumen darf man natürlich immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Peace.